Hallo zusammen und willkommen zurück zu Uncharted Lost Legacy. Gut, dann wollen wir mal hier es in Gang bringen. Mal sehen, was passiert. Das ist mal was anderes. Was ist das alles? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es ist ein Sperrmechanismus zum Öffnen dieser Tür. Okay, da links haben wir Shiva, der Parashurama die Axt gibt. Und hier rechts haben wir Parashurama, der Ganesha den Stoßzahn abhackt. Warte, mit der Axt? Ja. Die Shiva, Ganeshas Vater, Parashurama geschenkt hat? Ja. Echt verkorkst. Familie eben. Komm, versuchen wir die Tür zu öffnen. Ah, wir müssen das wieder so... Wie funktioniert das alles? Tja, das müssen wir wohl unterwegs rausfinden. Unterwegs? Wir müssen das den Schatten da nachbilden. Das hatten wir auch schon mal in einem anderen Teil mit Nathan. Mal sehen, was passiert. Das Teil wurde von mir weggeschoben. Sein Schatten auch. Versuchen wir das. Rüber mit dir. Ich weiß, was passiert. Die Schatten passen zu den Nachbildern. Okay, ich muss sie alle ausrichten. Es sieht nach Spaß aus. Nur er passt da noch nicht hin. Ah. Okay. Dann müssen wir ihn nach vorne ziehen. Für sie gibt es keinen Platz. Ach so, andersrum. Okay. Okay. Und dann hier. Sehr gut. So, das Schwert nach vorne. Okay. Jetzt? Das war zu weit. Okay, wir müssen das mal einmal nach so schieben, damit. Und jetzt? Oder auch nicht. Okay. Das wird doch ein bisschen länger dauern als gedacht. Ja. Okay. So, damit wäre der hier gestoppt und der müsste jetzt in der Mitte landen. Was? Nur zur Hälfte? Toll. Ach du heiliges Kanono. Ach so, okay. So. Mal sehen, ob das klappt. Ja. Das eine Bild hätten wir schon mal. Sag jetzt nicht, wir müssen jetzt die anderen auch so ausrichten. Also das eine ist doch auf jeden Fall vollständig, oder? Ja. Okay, und nun? Ach du heiliges Kanono. Das kann ja was werden. Okay, das hier muss in der Mitte.
Okay, das war... Ich bin hier, falls was ist. Oh, kannst du mir helfen? Du musst die Teile bewegen, damit die Schatten zu den Formen auf dem Wandbild passen. Links sollten es anscheinend Shiva, die Axt und Parashurama sein. Rechts sollten es Parashurama, der Stoßzahn und Ganesha sein. Kapiert. Ja, das hatte ich auch schon kapiert. Nur, wie? Welche Reihenfolge dann, ne? Finde raus, welches Teil in die Mitte gehört und bewege dann die anderen Teile in den äußeren Ring. Okay, ich versuch's mal. Das Teil in die Mitte gehört, ja. Hier gehört das, dieses komische Spitzending da. Und da gehört die Axt hin, das ist schon mal klar. Oh, Scheibenhonig. Wenn ich das jetzt dahin schiebe, dann... So. Sehr schön. Und das jetzt hier hin, dann ist das Ding in der Mitte. Schön. Jetzt ist das Bild komplett, aber das hier ist wieder für den Arsch. Ich habe eigentlich gedacht, eins erst aktivieren und dann... Aber muss man es gleichzeitig... Beide Schatten müssen gleichzeitig synchron sein. Oh, du meine Güte. Wie soll das denn gehen? Naja, irgendwie ist es auf jeden Fall möglich. Okay, die Axt. Die Axt kommt in die Mitte. Das ist schon mal klar. Wenn ich das hier bewege, dann... Die zwei zentralen Symbole auf dem Wandbild sind Axt und Stoßzahn. Das Teil in der Mitte sollte also Elemente von beiden haben. Ach, sag an. Hätte ich nicht gedacht. Ach du meine Güte, aber... Okay, das Ding hier in der Mitte ist korrekt. Oder? Okay. Jetzt ist die Axt eine auf jeden Fall richtig. Der müsste auch so bleiben. Ja. Und jetzt nur noch die Axt. Das ist richtig. Hoffe ich mal. Nein, das war nicht richtig.
Scheiße. Nee, das ist immer noch korrekt. Aber wie können wir das jetzt stoppen? Ich hoffe mal, dass es so klappt. Eben mal so. Was? Nein, 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 nein! Das wird nichts bringen. Okay, das Teil gehört auf jeden Fall in die Mitte. Ich glaube, du hast recht. Okay, also bleibt es dort, solange ich keinen Mittelschalter anrühre. Jetzt hat sie mich komplett aus dem Konzept gebracht. Okay, diese Figur. Genau. Ist das jetzt richtig? Oder das hier? Das hier ist das, aber da muss, das musst du wieder in die Mitte. Moment. Das Ding bleibt ja so in der Mitte. Ja, jetzt ist es aber so. Okay, ich hoffe, ich habe das jetzt. So, dann das hier. Und das jetzt hinhaut, hoffentlich. Ja, endlich. Stopp, das war's. Geschafft. Puh. Ja. Puh, okay. Salah und der Tiger. Okay, hier ist soweit nichts, also aktivieren wir es. Dann mal los. Daumen drücken. Sollte das passieren? Keine Ahnung. Bring uns bloß nicht um. Spaßbremse. Bereit? Go. Vorsicht. Faszinierend. Was zum Shiva? Das frage ich mich auch. Oh nein, nein, schon gut. Ich glaube, alles ist okay. Okay? Wo zur Hölle ist der Stoßzahn? Keine Ahnung, das alles ergibt keinen Sinn. Doch, tut es. Die Häuserler haben uns zum Narren gehalten. Ich glaube, du hast recht. Na super. Nein. Hör mal zu. Ganesha ist das Symbol von... Halebid. Und Shiva war das Symbol von... Belur. Und das war die alte... Die alte Hauptstadt. Genau. Was, wenn der König diese atemberaubende Stadt erbaut hat und sie ein fantastisches Ziel für die Perser war? Und die alte Hauptstadt geriet in Vergessenheit. Also war diese ganze Stadt nur ein Köder. Was, wenn sie plündern ließen, um Belur zu schützen? Und ihren Schatz... Ich würde wetten, der Stoßzahn war niemals hier. Nie. Und wo ist dann Belur? Oh, Scheiße. Das sollte definitiv nicht passieren. Thank you.
komm. Alles gut. Los! Komm, Joey, hoch, hoch. Glück. Oh. Hey, gut gemacht, Partner. Gut gemacht. Schlag ein. Ah, hey. Was war das denn? Das war furchtbar. Für dich muss man sich ja wirklich schämen. Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber war hier nicht ein riesiger Wasserfall? Ja, stimmt. Was zum Teufel ist das? Aquädukte. Die Wasserfälle werden dorthin geleitet. Faszinierend. Haben wir das gerade getan? Naja, eigentlich war ich das. Angeberin. Hör mal, tut mir leid, wenn ich dir zu nahe getreten bin. Oh. Schon gut. Weißt du, ihr beide hättet euch blendend verstanden. Er war auch so ein sturer Dickkopf. Ich fürchte, das war jetzt gerade nicht sehr unauffällig. Wir sollten lieber hier verschwinden. Gute Idee. Mir nach. Okay. Oh. Das Wasser wird zum Tor geleitet. Also folgen wir dem Aquädukt. Verstanden. Ich gehe vor. Oh Mann, Mann, Mann. Also, eins muss man sagen, Chloe kann auch sehr gut große Sachen kaputt machen. Ja. Na los. Toll. Wir haben keine Zeit mehr. Was? Nichts. Oh, ich habe schon gedacht, ich stürze gleich in den Tod. Wir haben also ihre Stadt geflüchtet. Denkst du, die Soldaten wussten, dass sie noch Köder waren? Ehrlichkeit ist nicht immer die beste Strategie. Das stimmt. Deine Leute müssen zu 100% hinter dir stehen. Hey, schau dir die Uhr an. Marco Pono. Der blöde Sack wollte sie nicht hergeben. Ja, ich erinnere mich. Hast du Zweifel? Ich sehe den Stoßzahn nicht. Du etwa? Ich meine ja nur, ich bin nicht wegen einer Uhr dabei. Wir okay, werden sicher belohnt. Du nimmst den linken und ich den rechten. Das hoffe ich. Was zum... Von mir aus. Gute Arbeit. Da sind wahrscheinlich noch mehr. Okay. Ah, sie haben ihre Waffen verloren. Oder was? Nur die große Waffe. Okay, weiter geht's. Über dir. Hallo. Nichts Persönliches. Ich könnte ja noch leben. Er hat sich ein paar Knochen gebrochen, aber sonst? Naja, egal. Sind nicht die stabilsten Söldner. Oh nö, nicht! Nicht schon wieder so einen Scheiß. Oh, das hat mich schon damals angekotzt mit Nathan. Ah. Boah, leck mich am Arsch, ey. Mussten die sowas einbauen wieder? War ich der Meinung, sowas würden sie nicht nochmal machen. Habe ich wohl gehört.
Zoll. Oh ja, und jetzt schmeißt er auch noch mit Granaten. Verschwende nicht deine Munition! Ja, hast auch wieder recht. Wohin? Danke für die Waffe. Ich brauche sie mehr als du. Na komm. Oh, leck mich doch. Komm schon, hier lang. Man kann da nicht der Wagen nicht abstürzen. Was? Oh. Ah, Mist. Es kam von so vielen Seiten. Immerhin stehen wir nicht unter Beschuss. Hoffentlich gibt es einen anderen Weg raus. Und ein Schatz. Boah. Ist das ein, vor eine Hinrichtung gewesen zu sein hier? Puiuiuiui. Was glaubst du, was das im Boden eingeritzte Ding ist? Da wir ja sonst nicht anders rauskommen, müssen wir das mal ausprobieren. Nichts Gutes. Siehst du die Kanäle? Die waren wohl kaum für Wasser. Oh. So, okay. Ich hab gedacht, das müssen wir jetzt aktivieren. Achso, hier geht's weiter. Okay. Oh.
Ah, hier geht's hoch. Hier oben. Ich glaube, hier ist ein Weg. Okay. Da vorne ist Licht. Ja. Vorsichtig. Arme Schweine. Keine Ahnung. Ich würde lieber in einer Zelle verrotten, als gefoltert zu werden. Merke ich mir. Und wie kommen wir hier jetzt raus? Schau nach oben. Ah, okay. Tja, und wie kommen wir hoch? Da geht's auf jeden Fall raus. Können wir hier hoch? Du stehst im Weg. Nee. Ah, hier. So. Hörst du das? Ja. Ja, da ist der Akvädukt. Tja, was machen wir jetzt? Ist jetzt das hier der richtige Weg oder ist das der mit dem Wasser jetzt der richtige Weg? Weil wir haben hier keine Granaten. Ja, das ist natürlich blöd. Hier oben, ein Durchbruch. Das Auge von Shiva. Sehr beeindruckend. Mein Mann war eine Woche dran und hat nichts entdeckt. Tja, das scheint dann wohl der falsche Experte zu sein. Mag sein. Weißt du, ein Hoysala-Dichter schrieb einmal über einen jungen König, der Gnade zeigte und dadurch unsere Rituale beendete. Aber die alten Könige, die wussten, Fortschritt verlangt Opfer. Erzählst du das deinen Männern? Na schön. Also, zu Kriegszeiten war das Wasser in diesen Aquädukten in der Hauptstadt rot gefärbt. Die, die nicht kämpften, mussten als Inspiration dienen für jene, die es taten. Los, beende jetzt. Gib mir meine Scheibe zurück. Na los, dann. Das war wohl nicht. Bist du jetzt stolz? Ein bisschen, ja. Komm schon. Arbeite an deinen Reflexen. Ja. Erbärmlich. Ah, shit. Weißt du, um ein Volk anzuführen, musst du erst Chaos säen. Warte! Ich werde einen Bürgerkrieg anzetteln und die schwachen Nachkommen des jungen Königs vernichten. Und mit dir fange ich an. Das ist unfair! Halt die
Nur ist gut. Alles okay? Ja. Glaub schon. Hey, ganz langsam. Du hast fast eine halbe Stunde weggetreten. Eine halbe Stunde? Ja. Oh, shit. Shit, Asaf hat die Scheibe. Langsam. Oh, wir müssen los. Hey, ganz ruhig, okay? Glaubst du schaffst es? Hatte schon schlimmere Nächte, glaub mir. Ich frag lieber nicht. Schön, dass du wieder da bist. Ihr seid jetzt zu zweit, richtig? Ja. Okay. Holen wir uns unsere Scheibe. Und ein paar Waffen. Und ein paar Waffen. Oh, Mann, 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 Mann. Das geht ja echt durch Mark und Bein. Hohoho. Na gut, mal sehen, was uns hier erwarten wird und wie wir hier wieder rauskommen. Auf geht's!